Planänderung. Ja, so kann man dieses Video heute nennen. Es hat sich nämlich einiges entwickelt und oder ergeben in dieser Woche und wir möchten das eigentlich in diesem Video mit euch teilen und euch auf den aktuellen Stand bringen. So hast du es dir gedacht? Ja. Wir sind Ilan und Anja. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Für diejenigen von euch, die sich schon darauf gefreut haben, dass es heute unser Erfahrungsbericht-Video unserer Trockentrenntoilette Tiny Blöm von Trobodo geht, die müssen wir leider heute enttäuschen. Es ist nämlich, es haben sich ein paar Dinge verändert, weshalb wir das um ein paar Wochen verschieben werden. Ja. Wir machen nämlich eine Tiny House Tour. Genau. Also nicht unsere Tour, sondern wir besuchen zwei tolle Menschen. Und, ja, das hat sich halt so ergeben, dass wir gesagt haben, okay, wir verknüpfen das jetzt mit unserem Urlaub und das ist eben auch schon die nächste Nachricht. Wir werden jetzt 3 Wochen in unseren Urlaub gehen und uns verabschieden von euch für diese 3 Wochen. Das heißt, es gibt von uns dann kein Video erstmal, weil wir jetzt auch diese Tiny House Tour machen möchten. Wir möchten auch einfach so ein bisschen digital Abstand nehmen von dem Wöchentlichen. Ja. Was wollen wir diese Woche zeigen? Es macht uns tierischen Spaß, aber wir machen das jetzt, glaube ich, auch seit 2 Jahren jede Woche und haben vielleicht eine Woche mal über Neujahr dann eine Pause gemacht. Hm. Ja, schon? 2,5. Ne? Hm. Auf jeden Fall möchten wir uns das oder diese Pause jetzt einfach auch, oder wir können uns emotional diese Pause jetzt auch erlauben. Es war halt, bis dieses Tiny House wirklich bezugsbereit war, emotional wirklich auch anstrengend, sodass wir uns das nicht gönnen konnten. Wir wollten keinen Cent für irgendwas ausgeben, was nicht mit unserem Tiny House-Bau zu tun hat. Dadurch, dass wir jetzt halt hier ein paar Wochen drin sind und natürlich beherrscht uns das Chaos noch, aber irgendwie können wir es jetzt zulassen und wir wollen den Moment nutzen. Wir freuen uns halt auch, ein bisschen Abstand zu diesem Haus zu gewinnen. Es ist halt eben eine Dauerbaustelle für uns. Du bist auch jeden Tag 8 Stunden hier drin. Jeden Tag hier drin, während Anja arbeiten ist. Wir passen uns immer der Lebenssituation an, so gut wir können. Und ich denke, das sollten wir auch in so einem Tiny House. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt einen Stellplatz, einen provisorischen Stellplatz. Und der muss dann eben aufbereitet oder vorbereitet werden, sodass wir da auch mit unserem 3,5 Tonnen stehen können. Darauf werden wir aber genauer noch eingehen, wenn wir aus dem Urlaub wieder zurück sind, wie so unsere Pläne für den Herbst auch sind. Auch dafür wollen wir die Zeit nutzen, einfach nochmal so ein bisschen besser zu planen und uns nicht von Woche zu hangeln, sondern da einfach auch mit ein bisschen mehr Struktur ranzugehen, eben weil es bei uns beruflich dann nochmal intensiver wird. Plus das Tiny House, plus das neue Übergangsgrundstück. Da ist einiges los und von daher hoffen wir auch, dadurch, dass wir in unserem Urlaub auch ein paar Tage campen werden mit Zelt und Gascampingkocher und ja, total cool, wir lieben das, dann eben auch zu schauen, was brauchen wir wirklich im Tiny House, weil ihr ja schon mitbekommen habt, gerade auch bei der Küche oder bei unseren Klamotten, wir haben immer noch viel, viel, viel zu viele Sachen und vielleicht, wenn man dann so auf das Minimum im Zelt nochmal reduziert, fällt es uns hoffentlich auch leichter, dann nochmal loszulassen. Wir werden auf jeden Fall wie immer berichten, auch wöchentlich danach wieder natürlich. Und dann gibt es auch das Video zu unserer Trockentrenntoilette. Dann wollte ich noch was sagen. Ja. Richtig, ich wollte mich mal bedanken. Ich wollte mich bedanken, oder dass wir uns mal bedanken bei euch für eure Unterstützung. Finanziell die Unterstützung über den PayPal-Link. Und wir haben aber auch so viele tolle und nette E-Mails bekommen von euch und wunderbare Kommentare und einfach auch sehr viel von euch gelernt in dieser Zeit. Entschuldigt, dass wir auch nicht immer so super schnell antworten, dass es manchmal fast eine Woche dauert oder so. Aber ja, da müssen wir ran und vielen, vielen Dank. Dank euch sind wir jetzt bei 20.000 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal. Das ist unglaublich. Wir können es selber gar nicht glauben, wenn man reinguckt und dachte, Moment, was ist da jetzt los? 20.000, das ist so schön, mit euch organisch zu wachsen, mit euch zusammen diese Reise zu erleben oder euch mitnehmen zu dürfen und dass es euch auch so interessiert. Einfach wunderbar. Ja. Ja. Wir möchten auf jeden Fall auch, wenn wir aus dem Urlaub wieder da sind, genauer darauf eingehen, was im Herbst und Winter euch auf dem Kanal erwarten wird. Wir haben natürlich einige Ideen und Pläne neben dem persönlichen Einzug, aber dadurch, dass der Bau auch sukzessive dem Ende zugeht, wird sich natürlich auch so ein bisschen der Inhalt unseres Kanals verändern. Und wir möchten auch noch ganz versprochen, weil schon einige von euch danach gefragt haben, eine Tiny House Tour von außen sowie von innen auch
aufnehmen. Von unserem Haus mal zur Abwechslung. Meine Tour von unserem Haus machen. Dadurch, dass wir natürlich auch immer so schnell ein bisschen betriebsblind werden, weil wir uns von Aktion zu Aktion hangeln und das gar nicht immer so groß im Blick haben, schreibt uns doch auch gerne einfach in die Kommentare, was interessiert euch, was wollt ihr sehen, gibt es Themen, auf die wir noch zu wenig eingegangen sind, die wir im Herbst dann nochmal aufgreifen sollen. Wir nehmen es total gerne an, freuen uns über jedes Feedback oder ja, über jedes Thema, über das wir dann auch noch sprechen sollen können dürfen. Wir packen jetzt unsere Sachen und dann geht's ab in den Urlaub und bis bald. Tschüss.